Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kollegen und Kolleginnen, ich begrüße Sie ganz herzlich im Museum Berlin-Karlshorst. Willkommen zur letzten Veranstaltung in unserer Reihe Geschichte im Konflikt, der wir dieses Jahr, das Jahr 1944, gewidmet haben. Auf dem Vormarsch der Roten Armee nach Westen stießen die Militärverbände auf eine Vielzahl von Orten, an denen sie Spuren von den von deutschen Besatzern begangenen Verbrechen fanden. Manchmal konnten sie auch Überlebende befreien. Mit einigen dieser Orte haben wir uns dieses Jahr bereits befasst, also zum Beispiel mit den Todeslagern bei Osaryci oder dem Vernichtungsort Malitrostenets bei Minsk. In der kommenden Woche, am 23. Juli, jährt sich nun die Befreiung des Konzentrationslagers Majdanek. Vor 80 Jahren erreichten Truppen der Roten Armee das nahe der polnischen Stadt Lublin gelegene Lager. Bereits wenige Wochen später fiel die Entscheidung, hier eine Gedenkstätte einzurichten. Das im Oktober 1944 gegründete staatliche Museum Majdanek war die erste KZ-Gedenkstätte ihrer Art in Europa. Und auch wir zeigen in unserer Dauerausstellung Leihgaben dieses Museum. Wer die Dauerausstellung kennt, erinnert sich vielleicht an die Vitrine mit den drei Kinderschuhen, die unter dem Schlagwort Beweisstücke präsentiert werden. Und diese drei Kinderschuhe gehörten zu den Hunderttausenden von Schuhen, die die Deutschen in Majdanek und anderen Lagern in Lublin gesammelt hatten. Ihre früheren Besitzerinnen waren ermordet worden. Wir wollen uns heute sowohl mit der Geschichte des Lagers Majdanek von 1941 bis 1944 als auch mit der Entwicklung der dortigen Gedenkstätte von 1944 bis heute befassen. Ich freue mich sehr, dass wir dafür Professor Dr. Stefan Lehnstedt gewinnen konnten vom Selma-Stern-Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen. Stefan Lehnstedt ist ein ausgewiesener Experte für unser Thema. Er hat 2008 an der Ludwig-Maximilians-Universität München promoviert und sich 2016 an der Technischen Universität Chemnitz in neuerer und neueste Geschichte habilitiert. Von 2005 bis 2009 arbeitete er im Institut für Zeitgeschichte München, bevor er dann 6 Jahre lang am Deutschen Historischen Institut Warschau tätig war. Als Gastdozent hat er in München an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie an der London School of Economics gelehrt. Seit 2016 ist er Professor für Holocaust Studies und jüdische Studien am Thurow College Berlin. Stefan Lehnstedts Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte der beiden Weltkriege, der Holocaust und seiner Aufarbeitung im 21. Jahrhundert. Und er hat neben einer Vielzahl von Artikeln unter anderem Bücher zur Ermordung der polnischen Juden während der Aktion Reinhard und zum deutschen Alltag im besetzten Osteuropa während des Zweiten Weltkriegs verfasst. Einer seiner Themenschwerpunkte war auch die Entschädigung jüdischer Ghettoarbeit nach 1945. Und diesbezüglich war er auch als Gutachter bei verschiedenen Gerichten tätig und wurde dafür 2015 und 2017 auch ausgezeichnet, wie ich gelesen habe. Damit möchte ich es an dieser Stelle belassen. Für die polnische Perspektive hatten wir den stellvertretenden Direktor des Staatlichen Museums Majdanek, Herr Wisok, eingeladen. Und wie Sie sehen auf der Folie schon, und zu seinem und zu unserem großen Bedauern musste er leider aus persönlichen Gründen kurzfristig absagen. Und um den Aspekt der Geschichte des Museums Majdanek nicht gänzlich unter den Tisch fallen zu lassen, werde ich heute für Herrn Wisok einspringen. Einige kennen mich möglicherweise von Veranstaltungen hier. Ich habe zu Belarus promoviert und bin in einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin auf einer Projektstelle hier im Haus und habe als Kuratorin verschiedene Ausstellungen zu NS-Massenverbrechen kuratiert. Ich kann Herr Wisoks Perspektive natürlich nicht ersetzen, aber ich hoffe, Ihnen trotzdem einen kleinen Einblick geben zu können in die Geschichte des Museums Majdanek. Stefan Lehnstedt und ich werden Ihnen also in den nächsten etwa 50 Minuten unsere Vorträge präsentieren, uns danach noch kurz auf dem Podium austauschen und dann haben Sie wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen. Ich werde versuchen, meiner etwas unklaren Doppelrolle als Moderatorin und Vortragende gerecht zu werden und würde jetzt Stefan das Wort geben, bitte sehr.
meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Babette, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist ein, wie ich finde, ganz wichtiges Thema, das wir uns heute hier anschauen, denn das Konzentrationslager Lublin, so der offizielle Name des Lagers, das uns heute vor allem als Majdanek bekannt ist, zeigt im Grunde alle Aspekte von Besatzung und Holocaust im östlichen Europa. In meinem Vortrag kann ich das nur kurz andeuten, aber ich will vielleicht zuerst einen Blick auf die Geografie werfen. Sie sehen hier die heutigen Grenzen und Majdanek ist als Konzentrations- und Vernichtungslager eingezeichnet. Mal schauen. Da ist es. Die heutigen Grenzen, ich komme vor allem darauf zurück, dass es hier als Konzentrations- und Vernichtungslager eingezeichnet ist. Ich will Ihnen aber zunächst eine weitere Karte zeigen, die die damaligen Besatzungsgrenzen zeigt. Im Jahre 1942. Majdanek rückt damit nämlich in eine zentralere Perspektive. Einerseits für das östliche Europa und andererseits für das Generalgouvernement. Unter diesem Begriff Generalgouvernement fassten die deutschen Besatzer die Teile Polens zusammen, die weder direkt ins Reich angeschlossen noch 1939 bis 1941 von der Sowjetunion besetzt waren. Im Ostgalizien, also ganz da im Südosten, war schon von der Sowjetunion besetzt bis 1941. Aber es geht eben darum, dass wesentliche andere Teile Polens direkt dem Reich angegliedert waren. Die Hauptstadt des Generalgouvernements war nicht Warschau, sondern Krakau. Lublin wiederum, die alte Stadt der untergegangenen Rzeczpospolita, war Sitz eines Distriktgouverneurs und sie war Sitz des SS- und Polizeiführers Odilo Globocznik, der für die Geschichte des KZ Lublin von entscheidender Bedeutung ist. Globocznik kam aus Wien, war dort nach dem Anschluss Österreichs kurzzeitig Gauleiter auch von Wien, stolperte aber über finanzielle Unregelmäßigkeiten. Allerdings hatten Heinrich Himmler seine brutalen Maßnahmen gegen die Wiener Jüdinnen und Juden gefallen, weshalb er ihn 1939 nach Lublin entsandte, auch als eine Art Bewährung. Globocznik war sehr ambitioniert und er hatte genau verstanden, dass radikale Maßnahmen gegen die Besetzten seine Karriere förderlich waren. Und das richtete sich zunächst gegen die polnische Bevölkerung, weshalb groß angelegte Pläne einer Germanisierung des Landes vorangetrieben wurden. Globocznik bediente sich dafür der deutschen Minderheit des Distrikts. Die war nicht besonders groß, aber im volksdeutschen Selbstschutz waren Teile dieser Minderheit sehr schnell als eine echte Mordbande von Globocznik organisiert. Und mit der Invasion der Sowjetunion avancierte Globocznik zum Beauftragten für die Errichtung der SS- und Polizeistützpunkte im neuen Ostraum, so der vollständige Titel. Faktisch war er somit mit der Durchführung des Generalplans Ost betraut. Er rekrutierte dafür weitere Hilfskräfte unter den Kriegsgefangenen der Roten Armee und er führte außerdem genozidale Zwangsumsiedlungen in seinem Distrikt durch. Außerdem gehörte er zu den Ersten, die Zwangsarbeitslager für Jüdinnen und Juden einrichten ließ, so bereits 1939 im Lager Lublin-Lipowa. In der Folge entstand ein Zwangsarbeitskomplex im Distrikt Lublin, und zwar nicht zuletzt deswegen ein Komplex jüdischer Zwangsarbeit, weil Lublin den Nazis als Symbol für das osteuropäische Talmud-Judentum galt. Lublin war Sitz einer jüdischen Hochschule und versinnbildlichte das exotisch Bedrohliche der jüdischen Orthodoxie, gegen die Globocznik nun mit großer Brutalität vorging. Für all diese Dinge benötigte er gewissermaßen ein Konzentrationslager. Als Prestigeobjekt, als Arbeitskräftereservoir und auch als wirtschaftliches Zentrum seiner Beraubungsaktivitäten.
Und nicht zuletzt sollte das KZ den Aufbau von SS-Siedlungen im Osten unterstützen. Im September 1941 erhielt Globocnik von Himmler die Genehmigung zum Bau eines Kriegsgefangenenlagers der Waffen-SS. Und tatsächlich erhielt Majdanek den offiziellen Status als Konzentrationslager erst im Februar 1943, weil Generalgouverneur Hans Frank keine Genehmigung dafür erteilen wollte. Aber für ein Kriegsgefangenenlager war er nicht zuständig. Man muss am Ende sagen, dass es im Wesentlichen ein Unterschied dem Namen nach ist, aber ich glaube, der Vollständigkeit halber muss man es erwähnen. Im Oktober 1941 begann dann der Bau dieses Lagers durch sowjetische Kriegsgefangene und jüdische Häftlinge, und zwar zeitgleich mit Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau, also nicht das KL Auschwitz, das gibt es länger, aber das Auschwitz II, ja, also das Lager Birkenau. Ja. Auschwitz-Birkenau liegt allerdings nicht im Generalgouvernement, sondern im annektierten Ostoberschlesien. Ich kann mal auf der Karte kurz zurückgehen, da sehen Sie das. Ne? Auschwitz gehört zum annektierten Teil des Reiches. Die Dimensionen von Majdanek und Birkenau waren ähnlich geplant, aber sie blieben in Majdanek kleiner. Die Maximalbelegung betrug nie mehr als 25.000 Häftlinge, meist waren es eher 10.000 bis 15.000. Auch nicht so wenig. Ne? Im Mai 1942 war das Lager dann voll funktionsfähig. Ab Juli trafen die ersten Häftlinge ein, vor allem polnische und jüdische. Die neuen Häftlinge wurden grundsätzlich behandelt wie in anderen Konzentrationslagern. Auf den Raub ihrer mitgebrachten Gegenstände folgte eine Entlausung. Es gab gestreifte Kleidung, wobei die Häftlingsnummer auf den Rücken aufgenäht und auf einer Blechmarke um den Hals getragen wurde. Tätowierungen gab es in Majdanek nicht. Im Sommer wurden die Häftlinge um 4 Uhr geweckt, im Winter um 5. Nach dem Aufstehen ging es zum Appell. Dann dauerte die Arbeit bis 11.45 Uhr. Mittagspause war bis 13 Uhr, wobei Pause heißt, dass man die meiste Zeit auf dem Appellplatz rumstand, weil erneut gezählt wurde. Nachmittags wurde bis 18 Uhr im Sommer bzw. 16.30 Uhr im Winter gearbeitet, gefolgt von einem erneuten Appell und dem Abendbrot, das die Hauptmahlzeit darstellte. Es gab 150 bis 200 Gramm Brot, oft gestreckt mit Sägemehl, dazu manchmal Kartoffeln, selten mal etwas Pferdewurst oder Ersatzmarmelade. Die Tagesration betrug kaum mehr als 1000 Kalorien, bevor um 21 Uhr die Nachtruhe begann. Die Baracken waren meist überbelegt mit 1000 und mehr Häftlingen, so dass es nicht genug Holzpritschen für alle gab und selbst die von mehreren Menschen gleichzeitig genutzt wurden. Für die Notdurft gab es Kübel, weil die Baracken des Nachts nicht verlassen werden durften. Ausreichend waren diese Kübel aber nicht, sodass morgens meist eine Fäkalienschmiere den Boden bedeckte. In Verbindung mit der Mangelernährung, also gewissermaßen ideale Bedingungen für Infektionskrankheiten aller Art, zumal Bäder nur einmal im Monat vorgesehen waren. Ich sagte schon, dass das Lager anfangs größer geplant war. Es sollten 10 Felder mit insgesamt 236 Baracken entstehen. In der Mitte des Lagers ein zentraler Appellplatz, sodass in einer Endausbaustufe tatsächlich 250.000 Häftlinge Platz gehabt hätten. Also das Zehnfache dessen, was tatsächlich realisiert wurde. Es wäre damit das größte KZ im deutschen Machtbereich mit einer Fläche von 516 Hektar geworden. Am Ende beschränkte man den Ausbau auf 50.000 Insassen in 8 deutlich kleineren Feldern, von denen 6 dann tatsächlich auch entstanden. 5 dieser Felder waren mit Baracken gefüllt. Verantwortlich für das Lager war einerseits natürlich Odilo Globocnik, aber zugleich auch das Wirtschaftsverwaltungshauptamt der SS in Berlin. Und das war eine Besonderheit.
und zeigt erneut die starke Stellung Globocniks, denn in allen anderen Konzentrationslagern hatte das Wirtschaftsverwaltungshauptamt alleine das Sagen. Insgesamt etwa 1200 Deutsche, inklusive der Außenlager natürlich, waren in Majdanek tätig. Erster Kommandant wurde Karl Otto Koch, der zuvor Sachsenhausen und Buchenwald geleitet hatte. Im August 1942 wurde er wegen Veruntreuung abgelöst. Sein Nachfolger war Max Kögel, der vorher Kommandant des KZ Ravensbrück war und nur 2 Monate blieb. Auf ihn folgte Hermann Florstedt, der bis Oktober 1943 Kommandant war und ebenfalls wegen Veruntreuung abgelöst wurde. Der letzte Kommandant war dann bis zur Auflösung des Lagers Martin Weiß, der vorher Neuengamme geleitet hatte. Die Funktion von Majdanek war einerseits die gewissermaßen klassische Inhaftierung politischer Gefangener, die aus Gestapo-Gefängnissen überstellt wurden. In diese Kategorie fielen tatsächliche und auch nur so wahrgenommene Angehörige des Widerstands. Diese Aufgabe der Inhaftierung übernahmen in anderen Distrikten des Generalgouvernements sogenannte Arbeitslager, die wie Majdanek eben nicht offiziell als Konzentrationslager firmierten, nicht so heißen durften, aber die gleiche Funktion hatten. Und zu nennen wäre hier etwa das bei Krakau gelegene Lager Plaschow, das im Januar 1944 dann auch den Status als Konzentrationslager erhielt. Oder auch das Arbeitslager Treblinka, oft auch als Treblinka I bezeichnet und auch bitte nicht zu verwechseln mit dem etwa 3 Kilometer entfernten Vernichtungslager Treblinka, das dann konsequenterweise Treblinka II ist. Oder auch das Janowska-Lager in Lemberg. Bei den Häftlingen, bei den politischen Häftlingen handelte es sich vor allem um Polinnen und Polen. Sowjetische Kriegsgefangene waren trotz der offiziellen Baugenese als Kriegsgefangenenlager nur wenige unter den Häftlingen. Die neuesten Zahlen der Gedenkstätte, die 2022 publiziert wurden, bislang nur auf Polnisch, gehen von etwa 14.000 Menschen aus der Sowjetunion aus. Kriegsgefangene, aber auch ganze Familien aus Belarus und der Ukraine, die beim Bau von SS-Stützpunkten verschleppt worden waren. Etwa 5.000 Tote waren unter diesen 14.000 Menschen zu beklagen. Bei den rund 35.000 polnischen Insassinnen und Insassen war die Sterberate ähnlich. Sie liegt bei rund 10.000. Und vielleicht als Hinweis, falls Sie daheim nachlesen wollen, in der deutschen Wikipedia finden Sie die Zahlen noch nicht. Die ist da noch ein bisschen hinterher. Die hat das noch nicht rezipiert. Falls Sie die polnische Wikipedia lesen können, da würden Sie es finden. Dass es nicht noch mehr polnische Opfer wurden, lag auch an der bemerkenswerten Geschichte der Gräfin Janina Suchodolska oder besser an der jüdischen Mathematikerin Janina Milberg aus Lemberg. Milberg beschloss im Dezember 1941, oh Entschuldigung, jetzt bin ich hier irgendwie mit meinen Folien durcheinander gekommen. Was sehen wir hier? Hier. Janina Milberg beschloss im Dezember 1941 unterzutauchen. Sie war eine Jüdin, sie wurde verfolgt. Und wenige Tage später tauchte sie in Lublin wieder auf, aber nun als polnische Gräfin Suchodolska. Aber sie versteckte sich nicht, sondern sie engagierte sich im polnischen Haupthilfsrat, Rada Główna Opiekuńcza. Zu ihren Aufgaben gehörte unter anderem die Hilfe für Häftlinge in Majdanek. Und zu diesem Zweck besuchte sie am 9. August 1943 den Kommandanten Florstedt, den sie von der Freilassung von Umsiedlungsopfern überzeugen wollte. Bauern also, die wegen der Germanisierung von ihren Höfen vertrieben worden waren. Und das gelang tatsächlich, weil die SS an diesen Bauern keinen Mord verüben wollte und im Grunde auch keine Verwendung für sie hatte. Die waren in Majdanek schlicht aus der Perspektive der SS überflüssige Esser. Mehlberg kümmerte sich also um die Papiere, sie garantierte die spätere Versorgung der Betroffenen durch ihren Rat und sie überzeugte Florstedt sogar davon, diese Menschen mit deutschen Lastern aus dem Lager transportieren zu lassen, weil sie zu schwach zum Laufen waren. Eine bemerkenswerte Heldinnengeschichte, die tatsächlich 2106 Menschen die Freiheit brachte.
Von diesen 2106 starben 10% in den nächsten Wochen wegen Unterernährung, aber die anderen überlebten tatsächlich. Webergs Geschichte ist neulich in einem englischen Buch erzählt worden und sie ist wirklich abenteuerlich, zumal ihr Engagement für die Insassinnen und Insassen von Majdanek damit auch nicht endete. Ich muss aber trotzdem an dieser Stelle einen Strich ziehen und zu den Jüdinnen und Juden zurückkehren, die in Majdanek waren. Denn diese Jüdinnen und Juden stellten die größte Häftlingsgruppe dar. Es ist von etwa 76.000 Menschen auszugehen und von diesen 76.000 starben mindestens 63.000. Also Sie sehen, die Sterberate, die bei den anderen Opfergruppen etwa 30% beträgt, liegt hier bei 80%. Überhaupt ist diese Dimension natürlich gewaltig, aber die Zahlen sind gegenüber früheren Gesamtschätzungen tatsächlich geringer geworden. Also insgesamt geht die Gedenkstätte aktuell von 130.000 Häftlingen und 80.000 Toten aus, also alle zusammen. Ne? Genauer wissen wir es leider nicht, weil viele jüdische Häftlinge auch gar nicht registriert oder sofort in Nebenlager umgeleitet wurden und weil das Lager Häftlingsnummern auch nur bis zur Zahl 20.000 vergab und dann wieder bei 1 anfing. Und ich muss jetzt hier mal zurückgehen. Sie sehen das hier und ich hoffe, Sie verstehen mich noch, aber ich, von dort kann ich es Ihnen nicht zeigen. Also Sie sehen, das ist eine Eingangskarte des Lagers Majdanek und Sie sehen also hier, dass da Jenta Rothberg kommt. Sie kommt aus Danzig. Vom Beruf ist sie Gärtnerin und ja. Danke, jetzt hören Sie mich noch besser. Und die entscheidende Information, Religion, jüdisch. Und dann die Information, Wohnort, verstorben. Was ist also passiert? Naja, diese Frau ist mit der Nummer, sie ist registriert worden, sie ist mit der Nummer 10.084 eingeliefert worden. Und zwar können wir das hier unten lesen, 4.5.1943. Und wir sehen hier auch, dass sie einen Tag vorher nur gefangen genommen worden ist. Und wie lange sie im Lager war, steht hier schon gar nicht, weil sie am ersten Tag anscheinend, auch das wissen wir nicht ganz genau, aber wir wissen, dass sie ja verstorben ist. Und nachdem hier gar nicht steht, wie lange sie im Lager war, müssen wir davon ausgehen, dass sie gleich am ersten Tag ermordet worden ist. Warum sie dann registriert wurde, wissen wir nicht. Ich zeige Ihnen das, um zu sagen, warum wir nicht keine definitiven Angaben zu den Zahlen haben. Das geben die Akten einfach nicht her. Zu diesen genannten Gruppen kommen übrigens auch noch 4.000 Menschen aus West- und Südeuropa, vor allem auch hier Jüdinnen und Juden, von denen rund 2.000 starben. Nochmal, es sind alles Schätzungen und die Holocaust-Historiker neigen dazu, immer die Minimalzahlen anzugeben, um sich nicht dem Vorwurf der Übertreibung auszusetzen. Und das ist problematisch, denn damit werden wir gewissermaßen getrieben von den Holocaust-Leugnern, die einem sonst immer vorwerfen, ihr übertreibt. Aber das ist Quatsch. Ich habe neulich ein Projekt mit einem Biomathematiker zur Seuchensterblichkeit im Warschauer Ghetto abgeschlossen und er hat, als ich immer meinte, naja, die Zahlen nicht übertreiben, er hat das kritisiert und er hat gemeint, das ist unseriös. Stets die Minimalzahl zu nehmen, ist aus Sicht eines Statistikers schlicht unseriös. Und ich glaube, das ist etwas, was wir Holocaust-Historiker glauben, also ohne natürlich übertreiben zu wollen, aber ich glaube, es ist etwas, wovon wir Historiker worüber wir Historiker nachdenken müssten. Nun, in jedem Fall sind es die großen Zahlen jüdischer Opfer, weshalb Majdanek oft auch als Vernichtungslager oder als Konzentrations- und Vernichtungslager bezeichnet wird. Und tatsächlich war diese Entwicklung von Anfang an intendiert. Udilo Globocnik hatte nämlich Ende 1941 beschlossen, die Judenfrage in seinem Distrikt zu lösen und mit dem Bau des Vernichtungslagers Beuschetz begonnen. Wenig später folgte Sobibor.
Diese beiden Gedenkstätten sind übrigens heute Außenstellen der Gedenkstätte Majdanek. Die zeitliche Koinzidenz zum Baubeginn von Majdanek ist nicht zufällig, denn Globocnik war überzeugt, dass Judenmord eine gute Sache sei. Und er war außerdem überzeugt, damit seine Karriere vorantreiben zu können. Der Bau von Gaskammern begann in Majdanek allerdings erst im August 1942, als im Distrikt Warschau, also nicht direkt in Globocniks Machtbereich, das Vernichtungslager Treblinka in Betrieb war. Und diese drei Vernichtungslager, also Belzec, Sobibor und Treblinka, waren die Stätten der sogenannten Aktion Reinhardt, die auf die Ermordung der polnischen Jüdinnen und Juden abzielte. Tatsächlich wurden dann dort auch noch mehr Menschen aus anderen Teilen Europas ermordet, sodass die Gesamtzahl der Opfer dieser Aktion Reinhardt bei etwa 1,8 Millionen Menschen liegt. Das ist das, was man, glaube ich, mit gutem Grund als Kern des Holocaust bezeichnen kann. Und innerhalb dieses Kerns des Holocaust, im Herzen dieses Kerns gewissermaßen, liegt die Stadt Lublin. Denn dort war die Verwaltung der Aktion Reinhardt. Majdanek war dabei die zentrale Drehscheibe für die geraubten Güter, die den Opfern in den drei Vernichtungslagern abgenommen worden waren. In Majdanek und in den Nebenlagern in Lublin wurden sie dann sortiert und für den Verkauf bzw. den Abtransport vorbereitet. Außerdem wurden immer wieder Jüdinnen und Juden nach Majdanek verschleppt, anstatt in die Vernichtungslager, um dann in einem der zahlreichen Arbeitslager bzw. Nebenlager des KZ Majdanek unter Aufsicht der SS ausgebeutet zu werden. So, und jetzt kriegen Sie hier nochmal eine Karte und ich stelle mich wieder darüber und zeige Ihnen, sag Ihnen was. Also Luftbilder sind immer toll, wenn man keine Ahnung hat und noch nie dort war. Hier finden Sie Majdanek, das ist ganz groß. Die Altstadt von Lublin ist hier, also das ist schon so ein bisschen entfernt. Hier sind die Bahnanlagen und hier zum Beispiel ist gleich das nächste Außenlager, das ist der sogenannte alte Flugplatz. Ich gehe mal ein Bild weiter. So, und hier sehen Sie es nochmal. Hier sehen Sie im Grunde, wie die SS sich diesen Ort Lublin erschlossen hat, um es mal so zu sagen. Also hier eben das KZ, da das Lager Alter Flughafen, das alte Ghetto hier, das alte Ghetto Lublin, dort das Ghetto, das Restghetto, also nachdem man dieses Ghetto hier, das alte Ghetto aufgelöst hat. Ja, Entschuldigung, nachdem man das alte Ghetto hier aufgelöst hat, kamen noch ein paar Juden in dieses Restghetto Majdan Tatarski, weil dieser Ort Majdan Tatarski heißt das Lager Majdanek, also Majdan, Majdanek, die Verkleinerungsform. Ne? Dort oben haben wir ein Lager, da haben wir das nächste Lager und die ganz kleinen Punkte, das sind die einzelnen Verwaltungssitze der SS in Lublin. Und wenn nun diese Menschen in Majdanek angekommen waren, dann waren sie gewissermaßen die persönliche Verfügungsmasse Odilo Globocniks. Und am Ende mussten sie natürlich auch sterben, aber eben nach der Ausbeutung. Und für diesen Mord gab es in Majdanek die erwähnten Gaskammern, die eben ab August 1942 gebaut wurden und dann ab Oktober auch einsatzbereit waren. Aber mit Oktober 1942 ist klar, dass sie nicht unmittelbar für den Zweck der Aktion Reinhardt benötigt wurden und tatsächlich auch weit hinter den Dimensionen von Belzec, Sobibor und Treblinka zurückblieben, wo weit über 3000 Menschen in einem einzigen Vergasungsvorgang von etwa 20 Minuten getötet werden konnten. In Majdanek gab es auch nach einem weiteren Umbau oder einem Ausbau, der bis Mai 1943 dauerte, drei Gaskammern für einmal 300 und zweimal 150 Menschen. Also Sie sehen, dass die Dimension wesentlich kleiner ist, aber die vorliegenden Informationen hierzu sind dürftig und wir wissen auch nicht, in welchem Umfang sie genau genutzt wurden. Sicher ist aber, dass zunächst Kohlenmonoxid aus Motoren zum Einsatz kam, wie allgemein üblich bei der Aktion Reinhardt, und später dann aber Zyklon B, wie in Birkenau.
Und wie in den Aktion Reinhardt-Lagern stellte die Beseitigung der Leichen für die Täter das größere Problem dar als der eigentliche Mord. Die seit Sommer 42 und dann Herbst 43 bestehenden beiden Krematorien mit einer Kapazität von zusammen maximal 400 Leichen am Tag reichten jedenfalls oft nicht aus. Zu Anfangs wurden Leichen deshalb einfach nur verscharrt, um später dann im Rahmen der Spurenbeseitigung der Aktion 1005 wieder ausgebuddelt zu werden. Man muss ausgebuddelt sagen, das ist keine Exhumierung. Die Verbrennung erfolgte dann unter freiem Himmel. Und das war besonders im November 43 der Fall, als die sogenannte Aktion Erntefest, und ich entschuldige mich, es sind ganz viele ziemlich perverse Tarnnamen, aber ich kann es nicht ändern, als die Aktion Erntefest 18.000 Todesopfer alleine in Majdanek erforderte. Aber diese Menschen wurden erschossen. Während nebenher ein Grammophon plärrte, um die Schüsse zu übertönen, was natürlich nicht wirklich funktioniert hat. Im Frühjahr 1944, und damit komme ich zum Schluss und zum gewissermaßen unserer Ausgangsüberlegung, stieß dann die Rote Armee in der Operation Bagration auf die Weichsel vor. Ab dem 1. April begannen deshalb schon die Vorbereitungen zur Räumung des Lagers. In den nächsten drei Wochen wurden ca. 12.000 Häftlinge in andere Lager verlegt und später kam es auch zu den geplanten Zerstörungen. Die Rote Armee befreite das Lager dann Ende Juli 1944, aber dazu wird jetzt Babette sprechen. Vielen Dank. Ja, ich schließe direkt an. Ich wollte noch mal sagen, also da ich so kurzfristig eingesprungen bin und keine Expertin für polnische Erinnerungspolitik bin, kann ich den ursprünglich geplanten Vortrag von Herrn Wysok natürlich nicht ersetzen. Und ich werde trotzdem versuchen, Ihnen in den folgenden gut 20 Minuten einen Einblick in die Geschichte des Staatlichen Museums zu geben und danach auch noch kurz vorstellen, was heutige Besucher an diesem Ort erwartet. Ich beziehe mich hauptsächlich auf zwei Beiträge in dem 2017 erschienenen Band Im Schatten von Auschwitz. Er basiert auf einer Reise, die die Bundeszentrale für politische Bildung zu den eher unbekannten Orten des Holocaust gemacht hat. Und in diesem Band sind jeweils Beiträge zu der Geschichte des Ortes, aber auch zu der Entwicklung der dortigen Gedenkstätten. Und ich kann den Band wirklich nur empfehlen. Also wer einen ersten Einblick haben möchte, der ist damit gut beraten. Zwei Beiträge beziehen sich vor allen Dingen auf das heutige Thema. Tomasz Kranz, der Leiter des Staatlichen Museums Majdanek, hat sich mit der Geschichte in diesem Band befasst und Regine Heubaum mit der Entwicklung der Gedenkstätte. Und auf ihre Forschungsergebnisse beziehe ich mich im Folgenden. Hilfreich bei der Vorbereitung dieses Vortrags war es für mich, dass ich selbst im September letzten Jahres mit österreichischen und deutschen Kollegen und Kolleginnen eine Studienfahrt zu verschiedenen Orten des Holocaust in Polen gemacht habe, bei der wir auch Majdanek besucht haben. Und hier auf dem Foto sehen Sie unsere Führung in Majdanek und vorne rechts ist Herrn Wysok, der eigentlich hier sein sollte heute. Ich kann Ihnen also auch eigene Fotografien zeigen, ansonsten habe ich mich bei meinen Abbildungen auf die Sammlung des Staatlichen Museums Majdanek bezogen und vor allem auch auf die Sammlung des United States Holocaust Memorial Museum. Zurück zum Jahr 1944. Zur Räumung des Lagers wurde ja eben bereits kurz was gesagt. Die endgültige Auflösung fand am Nachmittag des 22. Juli 1944 statt. In der Nacht zuvor hatte die SS in der Nähe des Krematoriums auch noch einige hundert Häftlinge erschossen und das Krematorium selbst in Brand gesetzt. Und am 22. Juli verließ dann eine Marschkolonne von etwa 1000 Häftlingen, 800 Häftlingen aus Majdanek und 200 Häftlingen aus der Lipowa Straße Lublin in Richtung Westen. Und auf dem Gelände des Konzentrationslagers Majdanek blieben ungefähr 2000 verletzte sowjetische Kriegsgefangene zurück.
die dann befreit wurden, als am 23. Juli Kräfte der ersten weißrussischen Front das Lagergelände erreichten. Sie befreiten die zurückgebliebenen Lagerinsassen und zudem fanden sie vielfältige Spuren und Beweise für die begangenen Massenverbrechen. Dazu zählten die Gaskammern, aber auch, wie auf diesem Bild zu sehen, Behälter mit Zyklon B. Oder die Öfen des von der SS niedergebrannten Krematoriums, was Sie hier auf dem Bild sehen. Sie fanden aber auch die geraubten Besitztümer der in der Aktion Reinhard ermordeten Jüdinnen und Juden, darunter Hunderttausende von Schuhen. Und an vielen Stellen auf dem Lagergelände wurden auch menschliche Überreste oder menschliche Asche gefunden. Auch davon gibt es Bilder, die zeige ich hier nicht. Genau, und die Aufnahmen, die sowjetische und polnische Fotografen kurz nach der Befreiung des Lagers machten, erschienen dann in der polnischen, in der sowjetischen, aber auch in der internationalen Presse in diversen Artikeln. Und hier sehen Sie zwei Aufnahmen von Michael Trachmann, die relativ bekannt sind und die wir auch in unserer Ausstellung zeigen, die quasi auch zu Bildikonen geworden sind. In manchen Publikationen werden sie dann sozusagen unter dem Label Auschwitz publiziert, aber das sind Bilder aus Majdanek. Und es gibt auch sozusagen Filmaufnahmen aus dem befreiten Lager, die dann auch 1944 schon ja, in einem Film veröffentlicht wurden, oder die Premiere dieses Films fand schon 1944 statt. Das ist der Kurzfilm Majdanek Friedhof Europas. Und hier sehen Sie einen Filmstill, ein Bild, was auch relativ oft dann als Foto publiziert wird und relativ bekannt ist. Und das sorgte dafür, dass Majdanek als erstes befreites KZ eine ziemlich große Bekanntheit erlangte. Schon 10 Tage nach der Befreiung des Lagers, Anfang August, fand ein erster Ortstermin mit Mitgliedern einer polnisch-sowjetischen Untersuchungskommission statt und sie stellte am 19. August 1944 den Antrag, in Majdanek eine Gedenkstätte zu errichten. Aber bevor ich jetzt auf die Entwicklung, also die Weiterentwicklung dieser Initiative eingehe, möchte ich noch kurz sagen, dass es zu diesem Zeitpunkt bereits einen Gedenkort auf dem Gelände selber gab, nämlich einen, den die Häftlinge selbst errichtet haben. 1943 hatte die SS, nämlich den polnischen Häftling und Bildhauer Maria Albin Boniecki, beauftragt, für den Appellplatz in Feld 3, den wir vorhin auf der Karte auch schon gesehen haben, eine Stele zu entwerfen. Und Boniecki hatte sich während Maria Albin Boniecki hatte sich während der deutschen Besatzung der Armia Krajowa angeschlossen. Er wurde verhaftet und 1943 nach Majdanek überstellt. Er setzte seinen Widerstand fort, wurde dann, also im Lager, da kann ich vielleicht in der Diskussion noch was zu sagen, er wurde im September 1943 entlassen, beteiligte sich im Sommer 1944 am Warschauer Aufstand, wurde erneut verhaftet und dann über verschiedene Lager in das Kriegsgefangenenlager Sandbostel bei Bremen gebracht, wo er Ende April auch von britischen Truppen befreit wurde. Die Stele, die Boniecki im Auftrag der SS 1943 entworfen hat, zeigt drei Adler. Und diese konnten unterschiedlich interpretiert werden. Also während die SS die Adler als deutsches Symbol interpretierte, verkörperten sie für den Bildhauer und viele seiner Mitgefangenen den Sieg über die deutschen Besatzer. Und zudem brachten die Häftlinge bei der Errichtung der Stele heimlich menschliche Asche aus dem Krematorium in das Fundament ein, sodass es auch ein Ort der Ehrung der ermordeten Mitgefangenen wurde. Die ursprünglich von der SS in Auftrag gegebene Arbeit wurde also auch zu einem ersten Gedenkzeichen auf dem Gelände. Ich komme zurück zu der Initiative der Untersuchungskommission in Majdanek, einen Gedenkort zu errichten. Und die endgültige Entscheidung dafür fiel im Oktober 1944 und bereits im November 1944 nahm das staatliche Museum Majdanek seine Arbeit auf. Zu diesem Zeitpunkt waren allerdings viele Lagergebäude schon zerstört. Die polnische Zivilbevölkerung, aber auch die Soldaten der Roten Armee hatten das Gelände teilweise geplündert. Wachtürme und Baracken waren abgerissen worden, um an Brennholz zu gelangen. Und auch Unwetter hatten Zerstörungen hinterlassen.
Im August 1946 wurde eine staatliche Kommission beauftragt, den Zustand der Bausubstanz zu evaluieren. Und der Abschlussbericht fasste zusammen, dass an den Gebäuden des ehemaligen Häftlingslagers etwa 80% zerstört waren und an den SS-Kasernen etwa 60%. 3 Jahre später, 1949, entstand ein erstes Gestaltungskonzept für das Gesamtgelände. Aber ein wichtiges Element des Gedenkens entstand schon vorher, und das sehen Sie hier auf diesem Bild. Die Untersuchungskommission hatte 1944 auf dem Gelände an 15 Stellen große Haufen aus menschlicher Asche und menschlichen Überresten gefunden, die mit Erde und Abfällen vermischt waren. Und 1947 trugen dann Freiwillige die Asche und die menschlichen Überreste zusammen und setzten sie in einem Grabhügel in der Nähe des Krematoriums bei. Also das Krematorium sehen Sie hinten rechts mit dem Schornstein auch auf dem Bild. Und dieses Bild ist am Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre entstanden. Das 1949 entwickelte Gestaltungskonzept musste einen Umgang mit den erwähnten Zerstörungen der Lagerarchitektur finden, und angesichts begrenzter finanzieller Ressourcen fiel die Entscheidung, nur die Häftlingsbaracken im Bereich des ehemaligen Männerlagers, die Desinfektionsbaracken, die Gaskammern und das Krematorium zu erhalten. Es gab zu diesem Zeitpunkt etwa 105 Gebäude auf dem Gelände und 85 davon sollten gesichert und erhalten bleiben. Die Wachtürme und das Gebäude des Krematoriums wurden rekonstruiert, also dafür habe ich Ihnen diese beiden Bilder nochmal gezeigt, also der Zustand bei der Befreiung und die spätere Rekonstruktion, wo eben das Holzgebäude, das abgebrannte, wieder aufgebaut wurde. Die ehemaligen Magazine und Werkstätten sollten für Ausstellungen genutzt werden und die SS-Kasernen als Büro- und Verwaltungsgebäude. 1961 entstand ein neuer Gestaltungsplan, der auch auf einen großmöglichen Erhalt der originalen Lagerrelikte sowie die Sichtbarmachung der historischen Geländestruktur zielte. Die schlecht erhaltene doppelte Lagerumzäunung wurde durch eine Rekonstruktion ersetzt. Also das sehen Sie auch auf diesem Bild, also das ursprüngliche und dann das ersetzte. Das Krematorium, die Häftlingsunterkünfte und die Wachtürme würden gründlich renoviert. Das Gebäude im ehemaligen SS-Bereich, die Gebäude im ehemaligen SS-Bereich dagegen weitgehend abgerissen. Und zur Erhaltung der Gaskammer und der Desinfektionsgebäude wurden deren Fundamente vertieft und mit einer Drainage versehen. Ich denke, was bereits jetzt klar geworden ist und was wir uns immer vor Augen führen müssen, dass jede Etappe verbunden war mit dem Abriss von Gebäuden, mit Rekonstruktionen, Sanierungs- oder Konservierungsmaßnahmen. Und bis heute präsentiert sich das Gelände in Majdanek in einer Mischung aus originaler und rekonstruierter Bausubstanz, wobei Schätzungen davon ausgehen, dass 60-70% der Bauteile aus Originalmaterial bestehen. Den Eindruck, den, wenn man heute nach Majdanek kommt, ganz wesentlich die prägt, ist von der Neugestaltung des Geländes Ende der 60er Jahre, mit der damals der polnische Bildhauer Viktor Tokin beauftragt wurde. Und auch er war Mitglied der Armia Krajowa, er wurde auch verhaftet und wurde allerdings nicht nach Majdanek, sondern im November 1942 ins KZ Auschwitz also verschleppt, und dort begann er mit seiner künstlerischen Tätigkeit, also mit der Gestaltung von Figuren, zunächst aus Rüben, und das half ihm zu überleben, und auch er beteiligte sich, nachdem er im Februar 1944 aus Auschwitz entlassen worden war, am Warschauer Aufstand und wurde wie Boniecki letztlich nach Sandbostel verschleppt und dort befreit. Nach dem Krieg nahm er ein Studium der bildenden Kunst und Architektur auf und er schuf mehrere monumentale Gedenkskulpturen, unter anderem auf dem Gelände des ehemaligen KZ Stutthof. Sein Entwurf für Majdanek bestand aus 3 monumentalen Elementen, deren Anordnung Sie auf dem Bild hier sehen. Ich muss jetzt mal zielen.
Also hier ist sozusagen in der Nähe des ehemaligen Eingangstors des Geländes ist ein monumentales Tor. Dieser Weg, der sich an dem Lager vorbei zieht, also der sogenannte Weg der Huldigung und des Gedenkens, endet hinten in einem Mausoleum. Das werde ich Ihnen jetzt genauer vorstellen. Also das Denkmal am Eingang ist vom Höllentor in Dantes Göttlicher Komödie inspiriert und man geht quasi eine Treppe hoch und durchschreitet das Tor und geht dahinter, sozusagen dann kommt das Mausoleum in den Blick und man geht wieder runter. Von dort führt ein gerader Weg, den sehen Sie hier, wenn man so ein bisschen von der Seite guckt, ein Weg hier in Richtung Mausoleum. Und das Mausoleum selbst ist wie eine Urne mit angehobenem Deckel gestaltet, der sich wie eine Kuppel über eine riesige Schale wölbt. Und die Asche und die menschlichen Überreste, die 1947 in den Grabhügel verbracht wurden, wurden hierhin umgebettet. Und an der Frontseite des Mausoleums ist in polnischer Sprache eingemeißelt: Unser Schicksal sei euch eine Mahnung. Der von Tolkien entworfene Komplex wurde im September 1969 unter Teilnahme von hunderttausenden Menschen und auch noch vielen Überlebenden feierlich eingeweiht. Ich würde jetzt mit Ihnen quasi so einen kleinen Rundgang über das Gelände machen. Also wenn man heute Majdanek besucht und Ihnen nochmal wichtige Punkte auf dem Lagergelände vorstellen, also von der Einfahrt, also da trifft man zunächst auf ein Besucherzentrum, dann liegt sozusagen rechter Hand das Gedenktor und dann führt der Weg erstmal über ein breites Gelände, was früher zum SS-Lagergelände gehörte, und da ist nur noch ein kleines weißes Haus erhalten. Da habe ich verschiedene Sachen drüber gelesen, was untergebracht war, aber unter anderem wird gesagt, dass dort auch weibliche Häftlinge waren, die als Haushälterinnen bei der SS arbeiten mussten. Wenn man dann weitergeht, gelangt man zum ehemaligen Männerwaschraum, hinter dem die Gaskammern lagen. Und das ist sozusagen auch ein Bild, wie das heute aussieht, also die Tür, die in diese Gaskammer führt. Auf dem Lagergelände finden sich Hinweisschilder, die in englischer, polnischer und hebräischer Schrift die Geschichte der einzelnen Lagergebäude und der Orte erklärt. Ergänzt werden diese durch Zeitzeugenberichte. Und in den einzigen Werkstätten und anderen Funktionsgebäuden, das sind die Gebäude, die sich im Grunde hier auf diesem Bild sehen, die sich rechts an diesem Weg entlang reihen und auf der linken Seite, sind verschiedene Ausstellungen untergebracht, von denen ich auf drei kurz eingehen möchte. Die Fotoausstellung Majdanek Past and Present stellt frühere Fotos und Aufnahmen mit Aufnahmen aus den 2000er Jahren gegenüber, und damit wird sehr eindrücklich Besucherinnen deutlich gemacht, wie viel rekonstruiert wurde, was sich verändert hat an dem Gelände. Also es wird sozusagen offengelegt. Wir haben hier nochmal Herrn Wissock. Und hier sehen Sie auch den Zustand der Gaskammern 1944, also bei der Befreiung des Lagers, und so, wie sie dann später sozusagen aussahen. In einem der Gebäude werden die Schuhe präsentiert, die die SS im Zuge der Aktion Reinhard zusammengetragen hatte, also die Schuhe der Ermordeten. Und in Baracke 62 informiert eine Ausstellung über die Häftlinge und ihren Alltag im Lager. Also Majdanek hat ganz viele Exponate, also ich habe hier auch noch mal ein Bild mitgebracht, also sie haben eine riesengroße Sammlung, und so wie wir auch Exponate entliehen haben, stellt Majdanek vielen Ausstellungsprojekten Material zur Verfügung. Im hinteren Bereich der ehemaligen Lagerstraße haben jüngere archäologische Funde die ursprüngliche Befestigung zutage gebracht. Sie bestand aus Grabsteinen, die von geschändeten jüdischen Friedhöfen in Lublin und Umgebung stammten.
Häftlinge mussten diese Grabsteine zerkleinern und zertrümmern und zusammen mit Sand wurde es dann als Befestigung ausgebracht. Und in der PowerPoint von Herrn Nenstedt ist auch ein Bild, wo Sie das sehen, wo so Loren über das Lager, also als das Lager aufgebaut wird, sind. Und ich denke, das ist sozusagen ein Teil dieser Baumaßnahmen. Und die Freilegungen sind heute mit einer Glashaube geschützt und man findet ausführliche Kommentierungen. Der Rundgang führt dann weiter in den Bereich der ehemaligen Häftlingsunterkünfte und hier finden die Besucher und Besucherinnen zum Beispiel auch rekonstruierte Inneneinrichtungen, wie hier die dreistöckigen Schlafpritschen. Und in der Nähe dieser Baracke ist auch die bereits erwähnte Gedenksäule mit den drei Adlern. Und auf dem Weg zum Mausoleum, das sehen Sie hier in dem Zustand, wie ich das dann gesehen habe, im September 1923, weil nämlich auf dem Gelände Bauarbeiten stattfanden oder Sanierungsarbeiten, sage ich mal, für das diesjährige den diesjährigen 80. Jahrestag. Das heißt, es gab sozusagen viele nochmal Sanierungsmaßnahmen an dem großen Gedenktor am Anfang, aber auch am Mausoleum. Und im Bereich hinter dem Mausoleum, also das zeige ich Ihnen nochmal, wo wir uns da befinden. Also das ist sozusagen, hier ist das Krematorium, hier ist das Mausoleum und dahinter, also etwas verdeckt, man muss so am Mausoleum vorbeigehen, zeichnen sich in dem Gelände noch heute die Erschießungsgruben der Mordaktion Erntefest ab. Also hier auch nochmal ein Bild von, also nach der Befreiung, ich denke 44, 45 vielleicht, und ein Bild von sozusagen, wie diese Gruben sich heute noch abzeichnen. 2003 wurde hier ein Gedenkstein eingeweiht, auf dem in polnischer und englischer Schrift stand oder steht, am 3. November 1943 wurden hier 18.400 jüdische Häftlinge aus Majdanek und Arbeitslagern in Lublin hingerichtet. Der Rundgang endet dann am ehemaligen Krematorium des Lagers, und in diesem sind zum Beispiel auch noch die original erhaltenen Öfen zu sehen. Dann ist eigentlich der Rundgang beendet und man kann entlang des Weges der Huldigung und des Gedenkens in Richtung des monumentalen Tores gehen. Und ich habe Ihnen dieses Bild auch nochmal mitgebracht, um diese Dimension dieses Geländes nochmal deutlich zu machen. Also das Museumsgelände heute umfasst etwa 90 Hektar und das entspricht etwa einem Drittel des ehemaligen Lagergeländes. Und wie Herr Lenstedt uns auch schon gesagt hat, war sozusagen die ursprüngliche Planung noch viel umfassender. Genau. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, mein. Das ist das Jahr her, und mein Vater war Häftling in dem Lager. Ja, mein Vater war seit 1942 bis zu 1944. Im 1944 wurde er als so Tausende von Häftlingen umgesiedelt. Das war die richtige Liste aus, die ganze Sache. Er wollte nicht so gern erzählen, wie da war. Er war von amerikanischer Armee befreit, schon in Deutschland, wo er war. Und er hat Glück gehabt, weil er hat überlebt. Deshalb würde ich nicht da gewesen sein. So. Aber hat ihm sehr schwer gefallen, dass die ganze Geschichte zu überwinden. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie. Genau.
Vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben und sozusagen die Dokumente auch mitgebracht haben. Genau, ich bin jetzt in der Rolle vor allen Dingen der Moderatorin. Und genau, ich würde heute gar nicht so lange hier auf dem Podium sprechen, damit Sie viel Zeit haben, sich zu äußern und Fragen zu stellen. Mich dürfen Sie nicht so spezielle Fragen stellen, mir dürfen Sie nicht so spezielle Fragen stellen, weil sozusagen ich da eben auch nur begrenzt Auskunft geben kann. Aber Stefan Lehnstedt ist natürlich der Experte für diese Felder. Und genau, Sie können sich schon mal überlegen, was Sie für Fragen und Anmerkungen haben, aber ich würde gerne Stefan noch mal fragen, wie es eigentlich sozusagen, du hast ja auch die Kommandanten vorgestellt und hast was zum Personal des Konzentrationslagers Majdanek gesagt, wie eigentlich die juristische Verfolgung nach dem Krieg war. Ja, also wir haben, es gibt drei Majdanek-Prozesse. Zwei finden in Polen statt. Ja, Sie können sagen, es gibt vier. Der vierte ist dann ein Anhängselprozess. Also es gibt drei große Majdanek-Prozesse. Der eine, immer ganz genau. Ja. Also der erste findet bereits 1944 statt, unmittelbar nach der Befreiung gegen vier SS-Männer und zwei Kapos des Lagers. Die werden alle zum Tode verurteilt und hingerichtet. Der nächste Prozess ist dann zwei Jahre später, ebenfalls in Lublin. Also das machen alles die Polen. Da haben wir tatsächlich 95 Angeklagte, und von diesen 95 Angeklagten werden sieben auch zum Tode verurteilt, darunter auch die frühere Kommandantin des Frauenlagers, Else Erich. Die anderen erhalten alle Freiheitsstrafen. In Deutschland dauert das viel länger. Also wir haben die Kommandanten, die werden teilweise wegen anderer Verbrechen verurteilt, teilweise. Ich sagte ja schon, die waren dann irgendwie auch in Buchenwald oder in Neuengamme Kommandant, also das war nicht nur so, dass die für Majdanek verantwortlich waren. Den ersten deutschen Majdanek-Prozess haben wir 1975, er beginnt 1975 und er dauert bis 1981 vor dem Landgericht Düsseldorf, und es werden 16 SS-Angehörige angeklagt, nicht nur Männer, und von diesen 16 werden 8 auch verurteilt. Das heißt, 8 werden nicht verurteilt, da gibt es Freisprüche, da gibt es welche, die sind verhandlungsunfähig, was natürlich auch daran liegt, dass man so lange gewartet hat, bis man zu diesem Prozess gekommen ist. Und das Interessante ist, dass von diesen Urteilen, also die einzige lebenslange Haftstrafe erhält eine Aufseherin. Und die zweite Aufseherin, die sie haben, wird auch zu einer Haftstrafe verurteilt. Das heißt, wir können durchaus sagen, dass das weibliche SS-Personal hier überdurchschnittlich hart verurteilt wird. Und das hängt mit der Genese dieser Prozesse zusammen, weil man den Angeklagten natürlich ein individuelles Verbrechen nachweisen musste. Also wir sind inzwischen, so seit ungefähr 10 Jahren, seit dem Demjanjuk-Prozess, sagen wir hier in Deutschland, es reicht die Anwesenheit in einem Lager. Damals war das nicht der Fall, und bei den Frauen hat das insofern gut funktioniert, weil es weibliche Häftlinge gab, die sie konkret identifizieren konnten und sagen konnten, hat dieses und das, jenes gemacht. Wohingegen wir aus dem natürlich viel zahlreicheren männlichen Personal dann oft sich die Zeugen, die es gab, nicht an diesen konkreten Menschen erinnern konnten. Und dann konnte man dem nicht konkret etwas nachweisen und konnte ihn deswegen tatsächlich nicht verurteilen.
Und dieser Prozess, wie gesagt, war sehr unbefriedigend, weil eben nur die Hälfte der Angeklagten überhaupt verurteilt wurden. Es gab auch so Skandale am Rande, also ein Verteidiger hat dann tatsächlich auch den Antrag gestellt, man möge doch eine der Zeuginnen bitte auch anklagen und verhaften, denn die Zeugin hatte gesagt, sie wurde dazu gezwungen, zu den Gaskammern des Zyklon B zu transportieren, und hat der Verteidiger gesagt, naja, so Beihilfe zum Mord, gleich verhaften, hat natürlich die Staatsanwaltschaft nicht gemacht, aber sie sehen, dass hier auch mit allen Mitteln, mit den unappetitlichsten Mitteln gearbeitet wurde. Der vierte Prozess ist relativ jüngeren Datums, da hat man dann noch mal einen sehr viel jünger, also natürlich dann auch schon alten, aber einen auch noch mal einen Angehörigen der SS-Machmannschaft von Majdanek tatsächlich verurteilt. Ich weiß gar nicht, wie viel, was hat er denn gekriegt? Er hat die höchste Strafe fast bekommen. Es ging um Karl Friedrich Höcker. Karl Friedrich Höcker war Adjutant in Majdanek und anschließend Adjutant in Auschwitz. Und über seinen Schreibtisch lief die Bestellung des Zyklon B. Dafür war er verantwortlich. Er hat das auch unterschrieben. Und er ist im Auschwitz-Prozess in den 60er Jahren als Angeklagter gewesen und verurteilt worden zu 7 Jahren Zuchthaus. Aber anschließend, 10 Jahre später, im Majdanek-Prozess, trat er plötzlich als Zeuge der Verteidigung auf. Er war kein Angeklagter, obwohl es die gleiche Funktion war. Und es hat lang gedauert, bis eine Organisation, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, das geschafft hat, die Staatsanwaltschaft in Bielefeld dazu zu bringen, Höcker festnehmen zu lassen und vor Gericht zu stellen, 88, 89. Und der Richter hat dann gesagt, das war eine Tateinheit, er musste beides zusammenziehen. Die 7 Jahre Zuchthaus vom Auschwitz-Prozess wurden umgerechnet, weil es Zuchthaus nicht mehr gab, in 10 Jahre Haftstrafe. Und dann hat man ihm ein halbes Jahr als mildernd, einmal wegen seines inzwischen hohen Alters, über 70 Jahre, 73 Jahre, und zum anderen wegen der vielen Jahre, in denen das nicht geschah, ihn vor Gericht zu stellen, angerechnet, sodass diese 4 Jahre, 4,5 Jahre dann die Höchststrafe war. Möchtest du das noch ergänzen? Ja, das ist immer schön, dass hier immer so viel Expertise zusammenkommt und wir zusammentragen. Das ist super. Okay, ich würde trotzdem vielleicht auch daran anknüpfend auch nochmal, weiß nicht, also wir haben ja jetzt auch viel gehört, welche Bedeutung dieses Konzentrationslager hatte. Auch es war Teil der Aktion Reinhardt, also diese Mordaktion Erntefest gehört eben auch zu der Ermordung der polnischen Juden im Generalgouvernement, auch wenn andere Nationalitäten auch unter den Opfern waren. Trotz dieser Bedeutung und auch trotz dieses Prozesses würde ich sagen, also in Westdeutschland aufgewachsen, habe ich von Majdanek ganz wenig wahrgenommen. Und ich würde auch sagen, dass in der Erinnerungspolitik bis heute eigentlich Majdanek kein fest verankerter Begriff ist. Also wenn man Leute fragt, was ist da passiert, was ist das für ein Ort? Und ich habe, als ich jetzt im September eben in Majdanek war, habe ich Herrn Wisok zum Beispiel gefragt, was denn so die Besucherstruktur vor 90 war, und habe ihn auch nach BesucherInnen aus der DDR gefragt, und er hat erzählt, dass eben ganz regelmäßig FDJ-Gruppen in das Lager gefahren sind. Also es gab organisierte Studienreisen in dieses Lager, und genau, wo ich einfach nochmal aufmachen will, dass es auch sehr spannend ist, wie unterschiedlich Erinnerungskulturen sich entwickeln, und dass man aber zumindest für Westdeutschland konstatieren kann, und ich finde auch bis heute konstatieren kann, dass es kaum ein bekannter Ort ist. Würdest du mir da zustimmen, wo du dich viel mit den Orten der Aktion Reinhardt befasst hast? Ja, auf jeden Fall. Und also ich meine, das eine ist natürlich
dass, glaube ich, Vernichtungsstätten oder auch Verfolgungsstätten einfach nur in Polen hierzulande sehr wenig, grundsätzlich sehr wenig bekannt sind und im Grunde auch nur von im Rahmen wirklich spezialisierter Gruppenreisen auch besucht werden. Und das liegt natürlich daran, dass Auschwitz auch alles dominiert. Das heißt, wenn man nach Polen fährt, um was anzuschauen, dann fährt man halt nach Auschwitz. Und man fährt aber nach Auschwitz im Wesentlichen wegen des Holocaust, also wegen Auschwitz-Birkenau. Natürlich schaut man sich Auschwitz I auch an, aber es dominiert einfach, also der Holocaust dominiert einfach unsere Erinnerungskultur. Und deswegen, da fallen dann die anderen Opfergruppen einfach hinten runter. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, wenn wir uns eben anschauen, Auschwitz mit also etwa 1,1 Millionen Tote, die es dort gibt. Wir haben in Treblinka knapp 900.000 Tote. Das ist von der Dimension jetzt nicht schrecklich viel anders. Tatsächlich sagen die neuesten Zahlen, dass in Treblinka wohl sogar mehr Jüdinnen und Juden als in Auschwitz ermordet wurden. Die Gesamtzahl von Auschwitz bleibt natürlich, die Gesamtopferzahl bleibt natürlich trotzdem höher, weil auch andere Leute dort ermordet werden, Polinnen und Polen vor allem. Aber wer fährt schon nach Treblinka? Wer kennt Treblinka überhaupt? Majdanek, Großrosen, Stutthof, also es gibt ja auch noch andere Lager, die man Płaszów in Krakau, das kennt man nicht, geschweige denn, dass man da mal gewesen wäre. Und das ist natürlich ein Problem, weil eben unser Gedenken, unsere Erinnerung damit natürlich auch eine Schlagseite hat. Also sie ist nicht in der Breite, sondern sie ist sehr fokussiert auf die jüdischen Opfer. Ich würde das jetzt nicht als Moderatorin, aber ich würde das ergänzen. Also auf letztes Jahr bei dieser Reise gab es zum Beispiel österreichische Kolleginnen und Kollegen, die dann ganz überrascht waren in Auschwitz, in der Gedenkstätte, dass es so viele polnische Häftlinge auch gegeben hat. Also Auschwitz wird sehr assoziiert mit dem Holocaust und diese Vielfältigkeit oder Komplexität der Geschichte dieser Lager ist im Grunde ganz unbekannt. Also selbst würde ich das für Auschwitz sagen, ne? Und ich würde das auch jetzt, ich arbeite viel zu sowjetischen Kriegsgefangenen, da kann ich auch ganz eindeutig sagen, die zweitgrößte Opfergruppe mit über 3 Millionen Toten und ist aber auch erinnerungspolitisch überhaupt nicht verankert, obwohl es seit Jahrzehnten auch Gedenkstätten und Initiativen gibt, die daran erinnern. Also das ist, ich finde, zeigt, es gibt noch viel zu tun und es lohnt sich auch sehr genau hinzugucken auf die Geschichte dieser Lager. Ja, das lohnt sich unbedingt. Und ich glaube, das zeigt uns auch, wie sehr unsere Erinnerung über bestimmte Symbole und auch ikonografische Bilder funktioniert. Also das Arbeit macht frei aus Auschwitz kennt im Grunde jede und jeder. Genauso wie die Rampe von Birkenau, das kennt auch jeder und das ist die Assoziation. Und man fährt nach Auschwitz und man sieht diesen gigantischen Lagerkomplex und hat das Gefühl, dass einem das etwas über den Holocaust sagt. Und das ist natürlich einerseits richtig und andererseits ist es falsch, weil der große Lagerkomplex natürlich nichts mit dem Massenmord zu tun hat, sondern nur mit der Ausbeutung der Häftlinge. Für die Ermordung braucht man Gaskammern, da braucht man aber keine Baracken. Deswegen funktioniert ein Ort wie Belzec mit 6 Hektar und da wird trotzdem über eine halbe Million Menschen umgebracht. Da findet halt keine Zwangsarbeit statt. Die Häftlinge gehen da nur, die kommen da an und die einzigen, die nicht sofort umgebracht werden, sind die man braucht, um die Leichen zu verscharren oder zu verbrennen. Und in Auschwitz sehen wir, dass das, was Auschwitz so groß macht, sind im Grunde die Leute, die dann vielfach auch überleben. Das sind eben nicht die,
die Ermordeten. Und das ist ein bisschen ein Problem auch der Wahrnehmung. Ja? Und in Majdanek, also wir haben einfach ein gigantisches, riesiges Lager, ein Lager, das ja auch durchaus ikonische Erinnerungen hat. Also dieses Lagertor ist, glaube ich, schon noch etwas, was man kennt, dieses Monument. Ja? Das hat man bestimmt mal gesehen. Ob man es richtig zuordnen kann, ist die andere Frage. Aber in Majdanek ist eben eine riesige Dimension und es gibt ja auch noch was anzuschauen, aber das hat sich nicht in unser Bildgedächtnis, in unser ikonisches Gedächtnis irgendwie so verankert, dass man sagt, ja, das muss man mal gesehen haben. Genau, ich würde jetzt die Runde mal öffnen ins Publikum und sehe schon eine Wortmeldung. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich hätte zwei kleinere Fragen, eher zur Gedenkstätte tatsächlich. Genau, die erste Frage wäre, vielleicht habe ich das auch überhört, wenn ja, dann verzeihen Sie bitte, aber genau, welchen Opfergruppen wird denn in der Gedenkstätte heute gedacht? Und also gibt es so spezifisch opfergruppenzentriertes Gedenken und wie hat sich das vielleicht entwickelt über die Jahre? Das würde mich interessieren. Und eine Verständnisfrage, Sie haben ja bei der Präsentation, also dieses Rundgangs auch erwähnt, dass in einem der Gebäude die Schuhe der Ermordeten der Aktion Reinhardt präsentiert werden. Und vielleicht wissen Sie was dazu, warum die Entscheidung gefallen ist, diese Schuhe zu präsentieren, weil Majdanek war ja kein Vernichtungslager der Aktion Reinhardt, warum die Schuhe dann dort in die Ausstellung zu integrieren, das wären die zwei Fragen, genau. Vielleicht, ich versuch's mal und du ergänzt oder so. Also in Majdanek wird heute aller Opfergruppen gedacht. Also diese Ausstellung, die ich genannt habe in Baracke 62, die bemüht sich schon, also es gibt nicht sozusagen wie früher in vielen Ländern war, also bis in die 60er Jahre eine große Betonung des nationalen Widerstandes in den Gedenkstätten, also das ist in Frankreich ganz ähnlich, aber in den letzten Jahrzehnten hat sich da auch ganz viel verändert und es wird tatsächlich an alle Opfergruppen gedacht. Und die Mordaktion Erntefest ist Teil der Aktion Reinhardt. Das heißt, es ist auch ein Mordort der Aktion Reinhardt. Und die Schuhe werden vor allen Dingen da präsentiert, das, was Stefan Nehnstedt auch gesagt hat, dass Lublin, also Majdanek, aber auch einige andere Lager, unter anderem dieses Lager am alten Flugplatz, der Ort waren, an denen die Besitztümer der Ermordeten gesammelt wurden. Das heißt, das staatliche Museum, wie dieses Foto, was ich gezeigt habe, von 1944 eben zeigt, musste mit diesen Überbleibseln, diesen ganzen Besitztümern, also das sind auch nicht nur Schuhe, das sind auch andere Dinge, eben einen Umgang finden. Willst du das ergänzen? Ja, genau, also die Schuhe wurden halt dort aufgefunden, weil die SS sie aus den Lagern wie Belzec, wie Sobibor dorthin transportiert hat, um sie dort weiter zu verarbeiten, weiter zu sortieren und dann weiter zu transportieren, aber dazu sind sie einfach nicht gekommen. Und deswegen gehören die da dahin, also tatsächlich Majdanek als wirtschaftliches Zentrum der Aktion Reinhardt. Ja, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, also dass diese Mordaktionen natürlich auch immer verflochten waren mit wirtschaftlichen Interessen. Ja, wobei ich das jetzt auch nicht überbewerten würde, also die Jüdinnen und Juden werden ja nicht ermordet, um sie berauben zu können, sondern die Beraubung findet schon nebenher statt, um gewissermaßen, also natürlich die individuelle Bereicherung der Täter, die gibt es da auch, aber im Wesentlichen geht es natürlich darum, Unkosten zu decken, denn da fahren ja Deportationszüge und die fahren nicht umsonst. Die Reichsbahn schickt natürlich eine Rechnung, das heißt, die muss irgendwie bezahlt werden. Eine Baracke, selbst wenn man da eine Pferdebaracke hinbaut, auch die muss man irgendwie kaufen. Und aus diesem Grund gibt es einen wirtschaftlichen Nebeneffekt, dass das Ganze, also finanziell rechnet sich das nicht. Also am Ende sagt, also Klobotschink macht einen großen Bericht, der zu dem finanziellen Volumen der Aktion Reinhardt und er kommt auf knapp 180 Millionen Reichsmark.
Bei 1,8 Millionen Opfer kann man also sehr schnell sagen, das sind also dann am Ende so 100 Reichsmark pro Person. Und da ist, also das ist von geraubtem Geld bis zu Haaren oder Goldzähnen, da ist wirklich alles dabei. Also reich wird man davon nicht. Und dann rechnet er die ganzen Unkosten ab und dann sagt er irgendwie so, und ich bin jetzt bereit, der Reichskasse irgendwie 25 Millionen zu überweisen. Naja. Also nee, da geht es nicht ums Geld. Ne? Das nimmt man halt auch noch mit, aber die werden nicht umgebracht, um sich zu bereichern. Das muss man ganz klar sagen. Es geht einfach um den Mord. Es geht nur darum, die zu ermorden. Das ist ja, das wollte ich auch nicht nahelegen, dass das sozusagen die Begründung ist. Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen? Achso, hier vorne hat jemand und dann... Ist es korrekt, dass hier das Erntefest wo ein paar wenige Tage nach dem Sobibor-Aufstand war und das ist, wo auch die Reaktion der SS auf den Sobibor-Aufstand war? Denn dort sind ja 10 oder 12 SS-Leute getötet worden, auch einige Travniki. Also man würde also auf 1 zu 1000 kommen, wenn man die Todesopfer betrachtet. Also es gibt den Zusammenhang eher insofern, der Aufstand in Sobibor und auch in Treblinka findet statt, weil die Häftlinge, die dort, die wenigen, also wir reden von 500 Häftlingen in Sobibor oder 600, weil die realisieren, es kommen gar keine Transporte mehr an. Warum? Naja, weil die Juden im Generalgouvernement halt alle ausgerottet sind. Was heißt das aber für die Häftlinge dort? Also das heißt nicht nur, dass die Juden alle ermordet sind, aber wenn alle Juden im Generalgouvernement ermordet sind, heißt das, sie sind die Nächsten, weil wofür braucht man dieses Lager noch? Man braucht es gar nicht mehr, man kann es auflösen. Deswegen machen sie den Aufstand und natürlich wird das Lager danach zusammen auch zugemacht, weil eben tatsächlich die Häftlinge haben das richtig erkannt. Und der Schlusspunkt ist dann tatsächlich die Aktion Erntefest, wo man sagt, so jetzt bringen wir weitere Juden um. Es ist tatsächlich, es leben danach noch Juden in, also nicht nur im Versteck, ja, sondern es gibt danach auch noch in Lagern im Generalgouvernement, es gibt immer noch Juden. Aber die Aktion Erntefest eben als Ende der Aktion Reinhard, wo man sagt, so das, was wir uns vorgenommen haben, also alle Juden in Polen zu ermorden, das haben wir damit geschafft. Also es ist nicht nur irgendwie, dass die SS sagt, naja, dann gibt es jetzt hier den nächsten Aufstand. Ja, darüber denken die auch nach, aber im Grunde haben sie es eh vor, diese Juden zu ermorden. Und das wissen alle, das wissen die Juden, das weiß die SS. Und der Aufstand ist dann vielleicht eher der konkrete Auslöser, es jetzt zu machen, als irgendwie... dass man sagt, wir machen es wegen des Aufstands. Da hinten war noch eine Wortmeldung. Ja, erst da hinten. Ja, auch von mir erstmal nochmal vielen Dank für die beiden Vorträge. Ich habe eigentlich an Sie beide zwei Fragen. Einerseits erstmal zur konkreten Situation im Lager. Also Sie hatten jetzt gesagt, also ja noch quasi die Kosten, die das, ja makaber wie es ist, die Kosten, die es halt produziert. Es wird ja aber auch gearbeitet. Und meine Frage ist diese Arbeit, die dort geleistet wird, in irgendeinem Sinne produktiv, im Sinne von entsteht da was, was man sinnvoll weiter verwerten, verkaufen, also entsteht da ein Mehrwert in dem Sinne? Oder ist diese Arbeit wirklich so sinnentleert, dass sie eigentlich wirklich nur dazu dient, zusätzlich zu dem gezielten Morden weiter einfach permanent diese Menschen zu vernichten? Dann Themenwechsel. Als die Gedenkstätte entsteht, auch das muss ja bezahlt werden, also beteiligt sich der polnische Staat, oder beteiligt sich, und eigentlich das ist meine Frage, beteiligt sich die BRD bzw. die DDR an dem Aufbau der Gedenkstätte? Wie wird das betrieben und unterhalten? Und vielleicht auch könnt ihr, ich weiß, Babette, du bist jetzt heute nicht, also ein bisschen vertretungsweise, aber kannst du auch zum Beispiel was sagen zu den Besucherzahlen aktuell? Das fände ich, den Besucherzahlen von Majdanek.
Ja, also die wirtschaftlichen Aktivitäten der SS, in den Lagern selber entsteht kein Mehrwert. Was die SS aber tut, ist, dass die jüdische Häftlinge vermietet, ja, an vorwiegend deutsche Firmen, die im Generalgouvernement irgendwas produzieren. Also ob das jetzt Klamotten sind, Bürsten für die Wehrmacht, was auch immer. Da hat man gewissermaßen einen Mehrwert, von dieser Vermietung profitiert die SS natürlich auch. Im Lager selber nein, also ich meine, die sind halt irgendwie dann fürs Sortieren dieser geraubten Gegenstände zuständig, die sind oft auch zuständig für irgendwelche Baumaßnahmen, aber das sind eher so, also militärische Infrastruktur, ob das jetzt irgendwelche Panzergräben sind. Am Anfang wird teilweise Entwässerungsmaßnahmen gemacht und bei all dem, sagt die wirtschaftshistorische Forschung, ist also der ökonomische Nutzen eher, geht gegen Null, ja. Was die ökonomische Frage der Bundesrepublik oder Deutschland, Beteiligung an den Gedenkstätten, die Antwort ist ein ganz klares Nein. Also an Majdanek sowieso nicht. In den letzten Jahren passiert das vereinzelt, also beispielsweise als die Gedenkstätte Sobibor neu gebaut wird. Deutschland weigert sich, also wir reden hier, diese neue Gedenkstätte wurde 2023 dann eröffnet, ja, also der Neubau. Deutschland weigert sich jahrelang hier etwas zu zahlen, mit auch sehr absurden Begründungen. Also Cornelia Pieper, die damals Staatssekretärin im Außenministerium ist, sagt, und ich zitiere das mehr oder weniger wörtlich, wir wollen die neue, dort wird eine neue Gedenkstätte gebaut und da beteiligen sich die Opfernationen, da war Deutschland nicht dabei, deswegen geben wir kein Geld. Nun ist Frau Pieper von der FDP und Frau Pieper ist für ihren verdienstvollen Einsatz, nachdem die FDP dann aus dem Bundestag geflogen ist, Entschuldigung, ich politisiere, aber sie ist dann auch noch zur General, ja, das gehört, glaube ich, in dem Fall dazu, zur Generalkonsulin in Danzig gemacht worden, sie ist versorgt worden. Ja, also wir haben damals, ich habe mich da auch engagiert, ich war auch dann auch bei einer Anhörung im Bundestag. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Deutschland dann doch auch was zahlt. Und ja, Deutschland hat am Ende etwas gegeben, so etwa 1,2 Millionen im Jahr 2021 oder 2022, ich weiß nicht genau, wann das Geld geflossen ist. Und das ist jetzt natürlich nicht schrecklich viel. Und Deutschland zahlt nur projektbasiert. Die einzigen, die Dauerförderung kriegen, ist Yad Vashem und Auschwitz. Und damit haben wir natürlich wieder das, was ich am Anfang sagte. Wir haben die Fokussierung auf die Ikonen. Nicht nur, weil das Ikonen sind, sondern weil man das als Politiker, wenn man sowas überhaupt politisch verkaufen kann, kann man Yad Vashem und Auschwitz verkaufen. Das muss man nicht begründen, sondern naja, wir geben halt Geld nach Auschwitz. Hey, das ist ja gut. Spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Soll man ja auch machen. Das ist auch medienwirksam. Und wenn man Geld nach Majdanek gibt, dann sagt jeder, was ist denn Majdanek? Warum kriegen die überhaupt Geld? Und das ist natürlich ein Problem. Und das ist das, was in Sobibor auch passiert ist. Und deswegen sind 1,2 Millionen. Ne? Also wenn man polemisch ist, sind 6 Euro pro Opfer. Ne? Das ist jetzt billig. Und wir haben dann halt eine Regelung, dass also die sogenannte Theresienstädter Erklärung, und die ist ein Meisterstück deutscher Diplomatie, und zwar insofern, weil da nämlich drinsteht, dass für die Gedenkstätten die Länder zuständig sind, finanziell, in denen die Gedenkstätten stehen. Und das heißt halt, dass Deutschland für sämtliche Gedenkstätten außerhalb von Deutschland nichts zahlen muss, sondern nur in Ausnahmefällen Projektförderung macht.
Genau, ich zeige noch mal ein Bild, weil ich hatte noch eine Folie vorbereitet. Jetzt muss ich die Fernbedienung hier ganz blöd abgelegt. Weil ich hatte auch noch mal Bilder von Belzec und Sobibor zusammengestellt. Und da sehen Sie also einen Ausschnitt oder Teile der Gedenkstätten. Und rechts Sobibor hat letzten September eröffnet, also ist eine ganz neue Gedenkstätte. Und Belzec, der Gedenkort, ist, ich weiß es gar nicht, in den 2000er Jahren, also schon ein bisschen länger, weißt du wann? 2004 oder so eröffnet worden. Und die sind eben auch dann vollständig neu gestaltet worden. Und wie schon gesagt wurde, gehören die eben zum staatlichen Museum Majdanek auch dazu. Besucherzahlen, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es für Majdanek nicht. Ich weiß, dass in Sobibor und Belzec hat man jährlich 30.000 bis 40.000 Besucher. Vorwiegend aus der Umgebung, sehr viele Schulklassen auch. Denn die Gedenkstätte Majdanek und ihre beiden Außenstellen sind personell erfreulich gut ausgestattet. Also Polen gibt hier durchaus Geld aus. Und die machen ganz tolle pädagogische Angebote. Also im Grunde wie, naja, ich meine, das ist eine große Gedenkstätte, nützt auch nicht anders als in Deutschland. Also die machen halt alles Mögliche, zielgruppenorientiert, für Schulklassen was anderes als für Erwachsene, lokaler Bezug und so weiter. Also sehr, sehr toll eigentlich. Genau, ich gebe mal, also die, ich kann zu den Zahlen nichts Konkretes sagen. Zuerst möchte ich mich überhaupt bedanken, dass es diese Veranstaltung gibt. Ich war im Oktober das letzte Mal in Majdanek, das erste Mal 88 für die Recherchen zu dem Höcker-Prozess, dazwischen mehrfach und das letzte Mal im Oktober habe Wyszok wieder getroffen und da haben wir schon drüber gesprochen, das Problem, jeder bei uns im Land kennt das Datum 27. Januar, Befreiung Auschwitz, großer Gedenktag. Aber dass ein halbes Jahr vorher Majdanek befreit wurde, dass bevor Auschwitz befreit wurde, Majdanek bereits nationale Gedenkstätte war, das weiß bei uns niemand. Leider habe ich auch erst sehr spät von Ihrer Veranstaltung erfahren. Deswegen hatten wir als Deutsch-Polnische Gesellschaft gemeinsam mit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes noch eine in dieser Woche gemacht, nämlich vorgestern. Das erstmal für mich, dass es wichtig ist und man sieht ja, wie wenig Leute eigentlich für eine Stadt wie Berlin zu sowas kommen, wie unbekannt das ist. Eine Randbemerkung zu den Schuhen. Es wird ja heute nur noch ein kleiner Teil gezeigt, nachdem es einen Brand einer Baracke gegeben hat, bei der einige tausend Paar Schuhe vernichtet wurden. Was mir gefehlt hat, Sie haben die Drei-Adler-Säule erwähnt und vorgestellt, die Kulturarbeit spielte aber insgesamt eine wichtige Rolle, wie auch in anderen Lagern. Es ist eine Frage des Überlebens, sich mit Kultur zu beschäftigen. Und ab 1943 war in Majdanek tatsächlich die Situation, dass man eine ganze Reihe von Erleichterungen hatte. Das führte dazu, dass zum Beispiel die sowjetischen Kriegsgefangenen einen Chor gründeten und die russischen Lieder präsentierten. Es gab kleine oder größere Plastiken, wie beispielsweise die Schildkröte, offiziell natürlich das Thema Verschönerung des Lagers, tatsächlich für die Häftlinge die Wirkung zu erkennen, langsam sein heißt überleben. Und das nächste war eine 2 Meter große Eidechse. Nun, zum Glück wussten die Nazis, die SS nicht, dass eine der wichtigsten
illegalen Kampfgruppen der Eidechsenbund war. Und daran hat man damit erinnert. Also viele solche Sachen spielten eigentlich eine ganz große Rolle. Genau, also die pädagogische Abteilung in Majdanek arbeitet auch viel mit diesem Thema, also dem Widerstand, der sich ausdrückt eben auch in künstlerischen Aktivitäten der Häftlinge. Also die Sammlungsleiterin hat uns auch Sachen präsentiert, also kleine Broschen und sowas. Es ist ein wichtiger Aspekt. Wir konnten heute nicht auf alle Dinge eingehen. Ich würde gerne eine Bemerkung noch kurz gestatten. Ganz kurz, weil die Frage der anderen Sicht in Westdeutschland. Es hing viel davon ab, wer Kontakt mit der Gedenkstätte schon hatte. Es gibt Orte wie beispielsweise Bielefeld-Gütersloh, wo die Universität Kontakte zur Gedenkstätte hatte. Und dann wurde das ausgebaut. Und dann gab es viele Gruppen. Und Belschetz und Sobibor sind heute ein Teil der Gedenkstätte Majdanek, werden von da betreut, weil das die Arbeit von Herrn Wissok war, als er noch Leiter der pädagogischen Betreuung war. Genau, ich möchte vielleicht noch abschließend, ich sehe jetzt keine Handzeichen mehr, abschließend noch eine, okay, Sie haben noch die Chance und Sie sind dann der Letzte. Dankeschön. Ja, ich hatte noch mal eine Frage zur Zusammensetzung des Wachpersonals. Würde mich einfach mal interessieren, junge Männer werden ja sicherlich wesentlich häufiger an der Front gebraucht und in den Lagern war es ja auch üblich, dass Hilfskräfte, Travniki, eingesetzt wurden. War das in Majdanek auch? Ja, das war in Majdanek auch der Fall, aber wir haben hier im Unterschied zu den Lagern der Aktion Reinhardt schon deutlich mehr deutsches Personal. Und ja, das sind in aller Regel junge Männer. Es war halt auch eine kriegswichtige Tätigkeit, ne? Also Bekämpfung der Polen und der Juden gehörte dazu und war natürlich eine Möglichkeit, nicht an der Front eingesetzt zu werden. Genau, ich wollte zum Schluss auch noch mal einen Eindruck meiner Reise sagen, der so ein bisschen anknüpft an das, was wir vorhin hatten, mit, dass Deutschland sich an der Finanzierung eigentlich gar nicht beteiligt hat oder nur in einem geringen Maße. Also diese Orte der Aktion Reinhardt, wo eben überhaupt keine Lagerarchitektur mehr existiert hat. Also die Sobibor, Treblinka, Belzec sind eben dem Erdboden gleichgemacht worden, bepflanzt worden. Da finden sich heute vielleicht Reste von Fundamenten, von Krematorien, aber im Wesentlichen sind es Orte mit unvorstellbaren Massengräbern, also Friedhöfe. Und ich bin sozusagen von dieser Reise, von diesen Orten auch so ein bisschen mit diesem Eindruck zurückgekommen, also was unsere Großväter und Väter eigentlich auch der polnischen Gesellschaft und den Überlebenden für eine Bürde und für ein Erbe hinterlassen haben, mit diesen Orten einen Umgang zu finden und irgendwie einen angemessenen Umgang zu finden. Und es gibt eben unglaublich viele auch Sichtweisen auf diese Orte, verschiedene Bedürfnisse auf diese Orte von Überlebenden, von Angehörigen, von der unmittelbaren Bevölkerung, die um diese Orte herum heute lebt oder eben dann nach dem Krieg gelebt hat, bis hin zur polnischen Gesellschaft insgesamt. Und es ist eben wirklich sehr, sehr komplex und vielschichtig. Und ich finde, ja, wir müssen uns eigentlich viel mehr damit auseinandersetzen. Bevor ich jetzt noch uns die Veranstaltung der nächsten Wochen sage, würde ich dir noch das Schlusswort geben. Oh. Ich schließe mich da total an. Ich glaube auch, dass wir uns mit diesen Orten viel mehr beschäftigen müssen. Und ich sehe in den letzten Jahren auch, dass es ein bisschen mehr wird, also auch mit den Orten der Aktion Reinhardt. Wir haben jetzt die Gedenktage, wir bauen hoffentlich bald mal ein deutsch-polnisches Haus und auch ein Besatzungsmuseum, also vielleicht entwickelt sich das langsam. Also ich meine, Gedenkpolitik ist immer etwas, was langsam funktioniert, aber
ich bin nicht ganz pessimistisch. Genau, und Sie sind heute Abend hier. Vielen Dank dafür. Und wir haben, also das war jetzt heute die letzte Veranstaltung in dieser Reihe Geschichte im Konflikt. Und damit beenden wir diese Reihe für dieses Jahr. Und am 23. Juli findet hier eine Veranstaltung unter dem Titel Von der Hoffnung auf ewigen Frieden mit Russland, der russische Truppenabzug 1990 bis 1994 statt. Und das ist eine Begleitveranstaltung der Ausstellung, die mein Kollege kuratiert hat für das Museum Lichtenberg, die letzte Parade 30 Jahre Abzug der russischen Truppen aus Berlin. Am 22. August wird dann hier ein anderer Kollege, der auch hier ist, hat sie kuratiert, eine Ausstellung zum sogenannten Hitler-Stalin-Pakt hier im Haus eröffnen. Da lade ich Sie herzlich zu ein unter dem Titel, die Ausstellung ist unter dem Titel Riss durch Europa. Und am Tag des offenen Denkmals am 8. September bieten wir wie immer ein umfangreiches Tagesprogramm an. Da finden Sie Informationen auf unserer Website oder Sie können sich auch für unseren Newsletter anmelden, dann sind Sie immer aktuell informiert. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Stefan Lindstedt und auch bei Ihnen für die guten Fragen und die nette Diskussion. Und wie immer laden wir Sie auch noch ein, sich ein Getränk zu nehmen und Gespräche weiterzuführen. Vielen Dank.